Guten Morgen, liebe Leute. Es ist Montagmorgen. Ja. Und das ist die letzte Woche, die ich jetzt hier im Laden bin. Offiziell. Muss ich dazu sagen, offiziell. Meistens kommt es dann wieder anders. Dann liegt man trotzdem noch im November und bis zum Dezember im Laden. Aber dieses Jahr habe ich mir eigentlich vorgenommen, nichts zu tun. So. Dann ist mit dem Livestream natürlich schwierig. Der kann natürlich weiterlaufen. Aber da wird nicht so viel Information fließen. Also ich denke mal, dann bin ich erst wieder am 1. März offiziell regelmäßig hier unten. Aber ja, wir schauen einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Dennoch kommen jeden Tag der neue Videos hochgeladen. Das ist Fakt. Also jedes Mal so einen kleinen Abriss vom Tage. Manche Tage werde ich vielleicht auch faulenzen mal tatsächlich oder so. Oder mich mal auskurieren oder so. Ich weiß ganz genau, wenn ich aufhöre zu arbeiten, werde ich mal krank. Dann hat der Körper nämlich endlich mal Zeit, sich zu regenerieren und kommt so ein bisschen runter. Ja, werden wir mal schauen. Was ich so machen werde. Oh Mensch, schön. Ein bisschen verschnupft bin ich jetzt schon, das merke ich schon, ja. Wollte ich noch sagen. Ach ja. Abonnenten. Wir stehen bei 99. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. 99 Abonnenten. Warum? Also ich bin sehr gespannt, wann die 100 fällt und wer die 100 ist. 100 ist ja so eine Zahl, ne? Ich meine, 1000 ist natürlich die nächste Zahl. 10.000 ist dann, ja, und so. Aber 100 ist, glaube ich, 100 kriegt man halt nur einmal. Das ist so wie 100% zu haben. Das ist so wie 100 mal gut zu sein. Oder so. Finde ich gut, finde ich toll, wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, es ist der 23.10. und wir haben 99 Abonnenten. Vielleicht machen wir eine 100er Party, dann hole ich mir mal eine Mate. Auf den 100. trinke ich eine Mate. Genau, so machen wir das. Jo. Also. Danke für dabei sein, für abonnieren, für schauen, für regelmäßig Langeweile sich reinziehen eigentlich auch. Und aber im Grunde genommen ist es selbst manchmal, muss ich sagen, für mich so amüsant, wenn ich es mir am Ende des Tages nochmal angucke, was da alles so passiert ist. Gut, ich kann damit vielleicht sogar mehr anfangen, weil ich bin ja in einer Situation dabei gewesen, aber es zeigt ja wenigstens für ein paar Leute ist es auch interessant, dass finde ich gut. Ja, und dann jetzt warten wir mal auf das, was da kommt, ne? Schauen wir mal, heute Montag, trüber Tag, kalter Tag, Tommys Schnupfentag. Aber ich bin hier, ich zieh durch. Also wir sehen uns, wenn was passiert. Guten Morgen. Wow, ich hab mein altes ein. Tja, machen wir jetzt. Ferien hat sie? Ja. Und wer kommt heute? Oma und Opa. Das ist ein Nivellier. Ein wunderschönes Nivelliergerät, das werde ich jetzt einstellen bei YouTube. eBay. Lidl? Bei, nicht bei Lidl, bei eBay. Ach so. So, Wolfgang hat die Neuigkeiten dabei, die müssen wir mal gucken. Hey. Zeig her. Neuigkeiten. Wir sind Familie Glück. Toll. Schön. Was da? Gaga war nur die Lady am Piano. Fünf ehemalige US-Präsidenten kamen für die Opfer des Hurricanes zusammen. Donald Trump fehlte. Ach, da kommt der Mensch. Ah. Ja. Aha. Ja. Ich sag ja nichts. Ja, Flat O. Nein. Wo ist die Puppe? Hallo, ich jetzt sieht das wieder los. Ich hab mir ich trau mal nicht auf der Schränke, aber ich trau mal auf Leiter hoch. Ja, ich trau mal das noch. Ja, Herr Wolfgang, traut sich nicht auf der Leiter. Ich scheitert immer an der Leiter. Ey. Mir will schon seit ewigen Zeit nicht vor, ich trau mal nicht auf die Leiter. Ich trau mal nicht. Ich weiß ja nicht, wo die ist, aber ich hab keine Ahnung. Ich muss erst mal sehen. Wahrscheinlich hat er sie verschenkt, hier an seine Freunde. Das kann sein, ja, dass ich die habe. Nach der Ferien? Ja. Das ist ja mal schön. Er sucht so eine Jäger wie dich. Da hat er sich jetzt feucht
erzählt, ich gehe für ihn auf die Jagd oder was und liefere alles ab, was ich finde oder wie. Und der nimmt dir auch alles ab, was da ist. Alles, was der Provisionsbasis oder was. Oder auf Gehalt oder wie. Ah, du kriegst 1500 netto und jetzt sieht man ja es ja. Hungi! Hungi, Hungi! Ah, hab ich jetzt schon die Fotos? Ach, ist denn? Oh ja. Hunger, 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 Hungi, Hunger, Hungi. Hungi, Hungi. Guck mal. Musik von Tupac Shakur. Es ist ja unglaublich. Also große Händler treffen hier immer alles, ja. Für am frühen Morgen kommen sie alle an. Ja, und Carsten, der will ja nicht alleine kaufen. Hätte ich gerne, fand ich ja. Mensch. Ja, so ist es. Und Geld halt irgendwo hingepackt. Wissen Sie wohin? Ich würde niemals jetzt für irgendjemand anders großartig einkaufen. Außer ich. Man sieht was und weiß, der kauft einem das ab. Mit Sicherheit. Und da kriegt man natürlich richtig Geld von. Und einen Sammler oder so. Das hat man ja schon immer gemacht für jemand anders. Denn gekauft in dem Sinne. Aber eben. So. Professionell. Loszulaufen und große Geschäfte anzuleiern für jemand anders. Mann. Freut mich doch, wenn ich das selber machen kann. Ah, kein Geld in die Hand. Gut, ich stelle das Ding ein bei eBay. Ist ja leider nicht mehr so guter Zustand. Meine Tochter hat Hungi. Dann werden wir jetzt mal zum Becky gehen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nein, nur wenn er frisch ist. Das ist das Problem. Wenn er nicht frisch ist, kannst du den nicht essen. Der Obstsalat ist scheiße, wenn er nicht frisch ist. Die meisten sind nicht frisch da drüben. Die sind einfach alt, die Dinger. Das sieht man an den Früchten. Wenn die schon so eingetrocknet sind, na, was soll ich nachher einen Obstsalat kaufen? Um Himmels Willen. Gut, später. Hier ein Mietrad. Ich repariere Mietrad. Licht funktioniert wieder nicht. Ich hab's irgendwo aufgeschrieben, aber ich hab's vergessen. Es gab noch ein Pendant zu dem Kalif, der ja nicht in Kalifornien lebt, aber die Kalifornier dem Kalif sind. Und dieses. Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden? Das dauert noch. Das dauert noch. So, erster Rand ist fertig. Schrauben wieder dran. Licht funktioniert wieder. Jetzt kommt's nächste. Ja, erstmal eine Schraube. Schau mal, ob du da was findest, was da passt. Wie muss die aussehen? Na, so, dass sie da reinpasst, dass du die Lampe festschrauben kannst. Guck dir die Lampe an. Hier? Guck mal, die Lampe, wo muss die rein? Wo muss die Lampe wieder rein? Hier. Da, genau, also da hältst du die Lampe da ran. So. Und da muss sie dann reinpassen, ne? Gut. Also probierst du es aus. Wie lange wird das nicht sein? Da ist schon eine Mutter, guck mal, die Mutter kannst du schon nehmen. Das ist die Mutter. Du kannst sie schon beiseite packen. Hat ja gut geklappt. Nicht zu lang darfst du natürlich auch nicht sein. Ja. Ich probiere erstmal die Schrauben aus. Also das hier glaube ich. Steck die mal durch und guck, ob die zu lang ist oder zu kurz. Richtig, ne? So, dann muss die Lampe erstmal machen. Dann gehe ich mal runter. Hm.
rum nochmal. Das Blaue nach außen? Noch ein bisschen. Ist nicht ganz. Jetzt musst du mit Werkzeug arbeiten. Hier. Und ein Zehnerschlüssel. Zehn. Gut. Wo muss ich arbeiten? Da oder da? Du nimmst das. Du machst auf der Seite. Ich mach auf der anderen Seite. Ich halte auf der anderen. Jetzt oben. Gut. Super. Fest. Hast du gut gemacht. Hast du fest gemacht. Mal gucken, was beim nächsten zu machen ist. Hier erstmal wieder wegpacken. Das dahin, das kommt dahin. Dann hat man es beim nächsten Mal wieder griffbereit. So ist es, fertig sind wir. Den Mitglieder. Danke für die Hilfe, Anu. Kann ich ja kaum glauben. Der Katakollege war da und hat uns, oder mir, endlich die Folge Kiezsenf, die dritte, vorbeigebracht. Bin gerade am Hochladen. Und gucken, wie weit das ist. Bei 43%. Noch eine Stunde, 18 Minuten. Dann werde ich sie. Nächste veröffentlichen, ja. Das ist also Folge Kiezsenf mit Mr. Trivago oder The Trivago Guy, ja. Tim Williams, besser bekannt in Deutschland als Kurt Leroy aus GZSZ. Ja, der ist mit dabei, der kommt dann, auch wenn meine Tochter im Hintergrund nervt die ganze Zeit, ja, und jetzt böse guckt. Und jetzt wieder lieb guckt. Die Kamera macht viel, viel aus. Kamera auf ihn gerichtet. Ne? Also wie gesagt, das ist halt so. Da muss man durch. Da kann man ruhig sauer sein. Das ist kein Problem. Mr. Kurt Leroy, Ex-Kurt Leroy, GZSZ-Star Tim Williams ist mit dabei. Er hat da einen kurzen Gastauftritt bei uns. Ganz guter Kumpel. Ja, was noch? Wolf Fensterwolle ist zum ersten Mal sogar dabei diesmal. Und, also den kennt er jetzt aus dem Livestream ja schon zu Genüge, aber da ist er zum ersten Mal dabei, hat sich extra fein gemacht. Ich schreib mal was, Papa. Und, schaut es euch einfach an, die 3,5 Stunden. Also ist irre, ist Wahnsinn. Talkrunde aus dem Fahrradladen, Kiezsenf. Schaut es euch einfach an. Ich habe gedacht, das wäre ein Format, was man mal machen könnte, aber das hat so Überhand genommen, denn es waren so viele Papa. Dinge. Dennis ist dabei. Wo ist Mann, die ganze Zeit redet die da im Hintergrund. Das kann nicht wahr sein. Jetzt, bitte, du willst was sagen? Was möchtest du denn sagen? Wann darf ich Äpfel gucken? Gar nicht. Nie wieder darf sie einen Film gucken. Das ist ja unglaublich. Ah, das ist natürlich. Jetzt guckst du wieder, bitte. Wir halten drauf. Kann doch nicht wahr sein! Man sieht dich auch da hinten mit dem Gesicht, das ist eben das Schöne. Ist natürlich auch langweilig in Ferien, jetzt erster Ferientag, bla bla bla. Papa ist halt im Fahrradladen und da kommt kein Kunde vorbei und dann ist das alles so öde und man will ja nicht irgendwas sich beschäftigen oder so. Nächste Woche habe ich Zeit. Nächste Woche, ab nächste Woche, dann machen wir was nächste Woche zusammen. Dann bist du jeden Tag mit mir unterwegs, Fräulein. Wo denn? Ja, kannst du mal sehen. Bei deinem Geburtstag? Gibt's richtig Action. Ach so, bei deinem Geburtstag. Und bei meinem Geburtstag, das ist halt unwichtig. Davor, okay. Danach, hinterher, mittendrin. Immer. Also liebst du nicht deinen Geburtstag? Nö. Hast du meinen Geburtstag? Dann kriegst du keine Geschenke. Okay, kein Problem. Weniger, was man später mal irgendwann entsorgen muss. Du kriegst aber Geschenke. Na, so ein Ärger. Viel mehr, was man später entsorgen muss.
Also mal gucken, was ihr dazu sagt, zu der Folge Kiezsenf. Bin ich ja mal sehr gespannt, wer sich da drin zieht. Aber wenn sich einer reingezogen hat, mal ein kleines Feedback geben oder so. Die ersten zwei Folgen sind ja schon draußen. Ja, okay, das waren die Anfänger. Der erste war absolut Probe. Die zweite, das war schon so, naja, haben wir schon gedacht, naja, jetzt wissen wir ungefähr, wie es funktioniert. Und bei der dritten ist, glaube ich, für mich die geilste Folge überhaupt. Die vierte ist eine, kann man schon mal sagen, ist ja schon alles vorproduziert. Vierte, fünfte und sechste Folge. Sechsmal Kiezsenf haben wir schon. Es ist nur noch nicht geschnitten. Jetzt haben wir die dritte gerade geschnitten zurück und kostet ja auch richtig Geld, das Ding zu schneiden zu lassen. Also für mich ist das richtig viel Geld. Also weil habe ich jetzt jemanden gegeben, der professionell macht. Und ich hoffe, der konnte mit meinem unprofessionellen Material arbeiten. Das werden wir halt sehen. Wenn da Fehler drin sind, naja, dann kriegt er auf den Deckel. Bumm. Ja, irgendwie. Ja, passt schon. Ist schon gut. Ich freue mich. Wir werden sehen, wie die Resonanz ist. Jo, Auftrag haben wir. Meine Tochter hilft mir wieder. Fleißig. Die will jetzt pumpen gleich. Jetzt machen wir das noch zu. Das Ventil kannst du reinmachen, aber nicht mit Handschuhen. Mach ich. Wirst du mit Handschuhen nicht reinkriegen. Okay. Fertig, Handschuhe auf. Da liegt das Ventil. Schraubst du, da liegt das Ventil. Muss da ran. Aber ich dachte erstmal. Naja. Ne? Als erstes, ich dachte erst pumpen. Nein, aber ohne Ventil hält doch die Luft nicht da drin. Also erstmal das drauf. Immer die Laufrichtung? Na, hier rum, schraub mal. Das heißt. Gefallen. Warte. Genau. Ja, das ist die richtige Richtung. Gut, reicht? Ventil. Reinschrauben. Reinschrauben. Richtig fest. Ja. Ja, jetzt ist schwarzer ab. Abschrauben. Wunderbar! So machen wir das. Sehr gut. Danke. Schon fertig? Fürs erste, ja. Halten. Jetzt muss ich gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Jetzt muss eingebaut werden. Jetzt musst du mich da ran lassen. Darf ich das ran tun? Nee, nee. Da oben mache ich. Darf ich dann auch noch auf? Weil es mir Spaß gemacht hat, würde ich es gerne wieder tun. Darf ich überhaupt? Nie wieder. Das war toll. Das war nicht ich. Ich kann aber behaupten. Das war niemand. Das war jemand. Schwecker, Gnadens. Nein. Hat das gnadenlos nach unten gezogen. Vielleicht noch. Nee, mehr. Drei Stunden. Zwei Stunden. Immer noch. So wie diese Part. Wieso wollten wir sind allein gewesen? Schaltstift drin.
Warum heißt es Fahrräder? Fahrräder abstellen verboten. Die Mehrzahl vom Fahrrad ist Fahrräder. Also mehrere. Fahrräder abstellen verboten. Wo denn? Nicht abstellen. Ja. So. Dann kommt man nicht mehr durch. Nur no, deswegen steht er da. Aber du machst das immer, weil du. Ach, das natürlich trotzdem. Ja, ist ja auch nur ein Gag. Das Schild hier. Da steht, was? Fahrräder anstellen verboten. Abstellen. Ja, verboten. Abstellen. Das ist natürlich nur ein Witz. Fahrradladen, dann muss man ja Fahrräder abstellen. Nein, du meinst nur draußen, aber nicht hier drin. Ach, na ja, na dann. Schon wieder da, aber da habe ich doch aufgefunden. Das braucht jetzt richtig Druck. Jetzt kommt richtig Druck. Und los. Ei, ei, ei. Soll ich? Warte. Ich warte. Noch ein, okay? Jetzt. Jetzt. Okay. Aber hab schon gut gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Am Anfang war es besser. Dann geht's leichter, ne? Ja. Fertig! Meine Tochter fegt. Die ist fegwütig. Wie sagt man? Da hat sie ein Häufchen gemacht. Jetzt fegt sie hier. Du kannst aber immer fegen. Immer, 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 immer. Jeden Tag kannst du hier kommen und fegen. Nein. Nee. Morgen nicht. Morgen nicht. Morgen. Ja, so ist das. Mal schauen, wie lange es noch dauert, bis Mama kommt. Zum ersten Mal müssen wir mal eins sagen. Wir haben die 100 erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Tommy. Danke. Hast du mitgemacht? 100. 100 haben wir. Wir haben 100. 100 Punkte. Wofür? 100 Menschen sind begeistert? Genau. 100 Menschen sind begeistert. Hier, 100 Abonnenten. Da wird nicht nein, doch. Da. Oh, ich sehe keine 100. Da, 100. 100? 100. 100 steht da. Ja. Ich weiß nicht, 100 Punkte. 100 Punkte. Wir haben 100 Punkte bei YouTube. Und habe ich nämlich gerade eine Nachricht gekriegt. Jetzt am 23.10. Um 12.49 Uhr. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Wie viele Videos haben wir? Viel zu viele. Auf dem... Entschuldigung. 852 Videos. Also es ist mehr als 100. Mehr als 100. Aber wir haben 100 Leute, die begeistert sind. Hast du gesagt, ne? Ja. Weißt du? Da? Ja. Ja. Und das finde ich toll. Ich habe nämlich gerade eine Nachricht gekriegt hier. Wo? Neuer Abonnent. Jürgen. Der Jürgen ist neuer Abonnent. Neuer Abonnent. Ja, ja, ja. Wir haben 100 Punkte. Wir haben 100 Punkte. Wir freuen uns echt. Also ich freue mich echt. Ich Meine auch. Tochter freut sich auch echt. Ich bin begeistert. Mal gucken, wie viele jetzt abspringen. Hilfe. Und dann mal wieder auf 80. Auf 80. Oder so. Oh nein, nie wieder 80. Ja. Nie wieder eins. Nie wieder eins. Mama hat einen. Mama hat einen Abonnent. Wirklich? Ja. Zeig. Kann ich dir zeigen. Mama hat einen Abonnenten. Aber ist auch da. Schon. Aber ist es auch schon. Mama gut? Hat eins. Ich hab 100. Aber es ist auch gut. Das ist natürlich auch gut und es wird auch mal mehr. Wir müssen da nur ein bisschen mehr Energie jetzt im Winter reinstecken in Mamas Kanal. Ja! Winter! Winter! Hurra! Winter! Danke fürs Abo! Ich freue mich!
Jürgen, bravo, hast du gut gemacht, Jürgen. Alles Gute? Ich bin ein Junge. Jürgen. Jürgen heißt der. Der heißt doch Jürgen. Ich bin aber kein Jürgen. Na, du nicht. Du hast ja auch nicht abonniert. Doch. Nö. Bitte. Danke. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns später. Auf alle Fälle. Wir sehen uns öfter jetzt auf diesem Kanal. Ohne. Ja, doch. Du hast 16. Auf dem anderen Kanal habe ich 16 Abonnenten. Und auf den anderen hast du 0. 0. Okay, dann mache ich nämlich ja nicht. Der ist noch leer. Mhm. Gut. Bis später. Madame ist da. Oh. Auftrag, Bremse, reparieren. Da, synchron, läuft nicht mehr synchron, ist ein bisschen auseinandergehoben. Wieder wegen dem Anschlag hier. Da stößt es gegen, dann verbiegt es. Das ist schlecht. Ich habe Zuschauer live, hallo. Hallo. Da? Bierpulle am Hals, genau, das ist hier, Kinder werden hier nicht verschont. Hier muss jeder ran. Na, ihr habe ich gekauft, einen Kark habe ich gekauft und Dings habe ich gekauft, hat sie ja auch nicht. Hättest du ja nicht machen müssen, weil es liegt ja im Boden. Wusste ich doch nicht. Ich muss ja runter im Keller arbeiten. Auch nicht, Mama, weil ich so ist es. Tommy, die sich jetzt aufwärmen und Mittag essen. Mal gucken, was die gibt. Erstmal einen Schluck aus der Pulle. Malzbier. Gerade noch gesagt, ich will was Warmes essen, was Kriegsstullen. Und einen warmen Kaffee. Wenigstens meine Tochter hat an mich gedacht. Ich mache mich gerade sehr unbeliebt bei meiner Frau. Aber so ist das nun mal. Das ist mir auch egal. Ich sag nichts mehr. Ja, ich könnte nicht mehr. Danke. Da musst du dir selber Essen machen. Ja, ja. Mir auch selber essen. Ich kann das auch noch. So ist ja nun nicht hier. Zucker an den Kaffee. Ah, du bist so umsichtig. Das ist so lieb von dir, dass du fragst. Und wo ist mein Nachtisch? Wie viel? Ach, weißt du, nur ein Löffelchen. Danke. Reicht so viel, Papa? Natürlich, mein Schatz. Alles, was du machst, ist alles richtig. Oh, Zuckerbrot, ist das süß. Ja, danke. Hast du die jetzt gemacht? Die waren jetzt, die lagen jetzt aber nicht hier schon. Nein. Die hast du jetzt gemacht. Mhm. Ja, schön. Danke. Oh Mann, ich hab so eine Rotze. Welche Rotz? Ich bin müde. Was war denn los? Prost. Oh, ist das für mich? Ja. Danke. Ich werde sofort vertilgen und nach Nachschub fragen. Das ist so lecker. Wer holt jetzt die Kinder ab? Okay. Wie so ein Penner. Wie so ein Penner auf dem Tisch. Was ist denn los mit dir? Ich hab ganz wenig Schlaf. Hättest du mal lieber nicht so viel mit dem Handy gespielt bis so spät nachts? Ich hab noch einen Film geguckt. Was hab ich denn überhaupt von der Decke auf dem Rücken? Na, die hier. Die da. So eine riesige. Wo bleibt mein Kuscheltier? Kommt der jetzt bestimmt mit dem Teddy um die Ecke. Also ich habe was zu essen bekommen von meiner Tochter. Ich habe ein Bett. Du hast ein Bett. Ja, ist ja wirklich schier unglaublich hier, was hier so passiert. Dann bin ich jetzt kurz mal hoch, hab ein bisschen was gegessen. Und da steht hier schon wieder eine Kiste vom Nachbarn. Das heißt, wir machen gleich wieder ein Video,
Beute von heute, die Trödelkiste vom Nachbarn, eine pro Woche kommt. Ist ja unglaublich. Da war der Akku alle, offensichtlich. Das habe ich ja überhaupt nicht wahrgenommen, dass der Akku völlig durch war. Ja gut, das war wenig Ausbeute heute. Das mal nur für den Stream jetzt nochmal gesagt. Das ist meine Ausbeute. Da ein bisschen was. Ein bisschen Porzellan. Der Stuhl, der Hocker. Und hier die drei guten Teile. Ein Tee. Ein Tee. Aufbewahrungsdöschen. Mit gleichzeitig hier im Deckel. Befindet sich auch. Den kann man auch nutzen als Teemaß. Ja. Dann von WMF ein Senfpott und eine schöne alte Schale. Vermutlich auch mal KPM gewesen, aber ungemarktet, weil dritte, vierte, fünfte Wahl. Also ganz schlecht, vielleicht ein Probestück oder sowas. Ja, das war's. Das sei mal für den Querschnitt gesagt. Den Rest seht ihr ja bei Beuter heute. Ist sehr langweilig, sehr langatmig. Der Wolfgang ist aber mit dabei. Der guckt mir zu und greift sogar ein paar Geschenke mit ab. Ach, so ist das. Nächster Auftrag. Schlauchwechsel bei einem Rennrad-Vorderrad. Hat er nur das Rennrad-Vorderrad gebracht, weil er kam damit nicht klar. Er hat es mit einem Schraubendreher probiert und dabei die Felge leicht lädiert. Finde ich es auch nicht mehr wo, aber dazu sei mal gesagt, bitte keine Werkzeuge benutzen, außer die dafür vorgesehenen. Hier, beim Aufhebeln, weil man natürlich auch den Reifen damit arg beschädigt, ist auch hier geschehen. Ich weiß nicht, ob man das noch erkennen kann. Da ist er schon aufgerödelt. Und wenn man Pech hat und man pumpt das Ding jetzt auf, platzt der Reifen weg. Und das ist ein relativ neuer, das ist wirklich schade drum. Kostet denn wesentlich mehr Geld. Also immer mit Reifenhebern arbeiten. Oder komplett ohne. Das sieht ja meist auch. Ihr könnt es jetzt mal probieren, aber offensichtlich ist der hier wirklich sehr, sehr eng. Aber ich probiere es mal ohne Reifenheber. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr knirsch. Ohne wird es nichts. Na, vielleicht doch. Doch, geht so ja ohne. Naja, ist halt ein bisschen Technik mit dabei. Muss man dazu sagen. Auch wenn es ja eng ist, es ist mit Technik, nur mit Technik zu machen gewesen. Neuen Schlauch hat er mir auch wieder gebracht. So, dann gucken wir uns mal den Mantel an. Und auch die Stelle gleich nochmal geordnet. So lieblos rüber versucht hat, rüber zu ballern mit dem Schraubendreher. Dann hoffen wir mal, einen kleinen Tack hat er. Also ich selber würde den so nicht mehr fahren, aber der Kollege hat wohl nicht so viel Geld. Da ist er offen, da. Hat es ja gesehen und hat gemeint, nee, ach, mach mal. Also, machen wir. Aber wir machen zuerst ein bisschen Talkum drin. Das ist ganz wichtig.
als Trennmittel. Das ist ja immer der gleiche Ablauf bei den Dingern. Du brauchst ein Trennmittel halt. Klebern die Kondome aneinander. Ruff, ruff die. Mantel auf Felge. Schlauch im Mantel. Jo. Jo, auf den Punkt und fertig. So schnell sollte es gehen. Vielleicht hält es jetzt auch. Jetzt werden wir sehen, ob es knallt. Ja, ich pumpe. Es scheint. Erstmal zu halten. So. Okay, das hat sich jetzt gerade so angehört da draußen, als wir da ein Radfahrer gegen eine Autotür gefallen, hier fahren. Das Auto steht noch da. Tja, immer schön mit Licht fahren. Bleibt mir dazu nur zu sagen, und Autofahrer immer schön drauf achten, ob von hinten einer kommt. Da muss man auch sehr umsichtig sein, denn vorsichtig beim Aussteigen. Das ist mir auch schon oft passiert. Ich achte sehr genau immer, ob jemand im Auto sitzt, wenn ich mit dem Fahrrad da vorbeifahre. Weil du hast keine Chance, du fährst da einfach gegen. Wenn du die Tür aufreißt, hast du keine Chance. Kannst du nur noch gegenballern. Na gut, okay. Komm, Fahrrad gekauft für 40 Euro. Hinterreifen kaputt. Die gute Frau hat aber dieses Laufrad hier mal einbauen lassen, dieses Hinterrad. Hinterreifen ist platt und aber auch der Mantel ist durch. Das ist ein Hollandrad. Ich habe zu ihr gesagt, gute Frau, wenn sie es reparieren lassen, die wollte es nämlich auch verkaufen. Für 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen. So, jetzt ist aber das folgendermaßen, dass die Reparatur schon über 30 Euro gekostet hätte. Da habe ich gedacht, naja, dann, das lohnt sich aber nicht. Also ich gebe ihr 40 Euro gemeint für das Rad. Unrepariert. Weil ich es als Ersatzteil spende, aber auch mal. Das Laufrad hinten für meine Mieträder. Das Laufrad vorne auch für meine Mieträder. Auch wenn es leicht eiert, das kriegen wir hin. War sie mit einverstanden. Jetzt wird sie schlachtet.
Ja, seid damit beide, Mike, jetzt noch heute. Dann ist ja auch schon wieder Feierabend. Schon wieder ist gut. Ja. Alles, was mir wertig erscheint, kommt jetzt hier. Ja. Also, seid da mit dabei im Zeitraffer allerdings. Tut mir leid, nicht volle Länge, Zeitraffer. Klutsch, Klatsch. Ja, also, ich habe vorbereitet. Das hat im Grunde genommen ausgeschlachtet, vorbereitet, wie auch immer. Da steht die Rippe. Räder raus, Schutzbleche ab, alles runter. Wenn irgendjemand einen Hollandradrahmen haben möchte, kann er den gerne haben. 10er oder so. Mal gucken. Der Rest ist raus, wird noch verräumt. Jetzt wird Feierabend gemacht, es ist 8 Uhr. Also ich mache jetzt noch kein Feierabend, ich schneide jetzt natürlich noch. Aber das mache ich eben jetzt schon, deswegen mache ich hier mit der Kamera Feierabend. Und wir sehen uns morgen wieder. Gewohnte Zeit. 9 Uhr, Weg im Laden. Freue mich drauf. Ja, heute war ein erfolgreicher Tag. Wir sind 100 Abonnenten, also wir sind nicht 100 Abonnenten reicher, sondern wir sind auf 100 Abonnenten gekommen heute. Das hat mich sehr gefreut. Und weiter so, Jungs. Immer weiter so. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Alle Tüte. Gute Nacht. Schlaft schön. Durchhalten.